War ich? Ach ja, so halbwegs gute News wegen Ed Broski. Ich kann euch schon mal eine Sache sagen. Die Show im Oktober wird nochmal an einem Montag stattfinden. Und es sieht aber ganz gut aus, dass wir, wie ich das im Stream schon angekündigt hatte oder in den Raum geworfen hatte, dass wir tatsächlich ab November, Dezember auf den Sonntag switchen. Das ist aktuell, also das wird jetzt angegangen, ist aber alles so ein bisschen komplizierter als mal eben so den Tag zu ändern, weil natürlich auch die Leute für Sonntag, wenn sie arbeiten, kriegst du ja also kriegst du ja Sonntagszuschlag oder wie man das heißt. Und da muss man halt ein bisschen gucken, weil, also ich bin open und early zu euch, ne? Ist halt immer ein bisschen schwer, weil wir jetzt auch mit Ed Broski nicht unendlich Budget haben. Da müssen wir dann halt mal ein bisschen schauen. Rest in Peace Weekend League Streams auf dem Sonntag. Ja, meine, die Show ist ja nur einmal im Monat sonntags und ist ja noch gar nicht in Stein gemeißelt, dass dafür dann einen Sonntagabend Weekend League Stream nicht stattfindet. Also ich müsste das ausprobieren. Ich kann nur eine Sache von mir selber sagen. Als ich das erste Mal an einem Sonntag die Ed Broski Show moderiert habe, also bei der allerersten Show, habe ich danach sonntags nicht gestreamt, weil ich komplett kaputt war. Aber das war halt das erste Mal, dass ich so eine Show moderiert habe. Und da war ich halt auch todesnervös. Ich glaube, und das ist jetzt keine Versprechung oder so, aber Chat, solange die Show sonntags in Köln ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dann einfach nach Hause fahre und sonntagsabend auch noch die Weekend League stream. Sage ich euch so, wie es ist. Wenn die in Köln ist, was spricht dagegen? Also sage ich euch so, wie es ist. Welche Uhrzeit ungefähr? Also ich halte für die Ed Broski Show als Zeitraum so 10 Uhr, 10:30 Uhr zum Starten am besten bis 12:30, 13 Uhr, so um den Dreh. Ed Broski würde damit halt immer Sonntagvormittag vor den Zweitligaspielen stattfinden. Also kann man ja mehr oder weniger so offen und ehrlich sagen. Also so ist ziemlich genau so wie nennt man das? Die Doppelpasszeit. Also so Sonntagvormittag. Ist einfach für. Also ich gebe euch jetzt nochmal die Gründe und ich habe mir da jetzt sehr, sehr gut Gedanken drüber gemacht. Also pass auf, ich nehme euch einmal ganz kurz mit, warum wir. Ich mache erstmal, und das habe ich letztes Mal auch gemacht, weil mich das wirklich interessieren würde. Ohne dass ich euch irgendwelche Argumente gebe oder sonst irgendwas. Was findet ihr für eine Fußball-Talkshow besser? Mods macht mal eine Umfrage, dass die Show Montagabend ist oder dass die Sonntagvormittag vor der zweiten Liga ist. Einfach mal Umfrage. Was ihr prinzipiell, wo ihr tendenziell eher zuschauen würdet, was euch besser passt. Montagabend, Primetime, 18:30, 19 Uhr oder Sonntagvormittag, 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Ich weiß es nicht. Mach mal eine Abstimmung, Mods. Ohne euch jetzt irgendwelche Argumente gegeben zu haben, und das finde ich eigentlich krass. Ohne dass ich euch irgendwelche Argumente gegeben habe. Ist meine Community bereit, ein Format, was etabliert ist, auf einen anderen Tag zu legen? Und das ist ja eigentlich untypisch. Normalerweise, und das wäre ja bei mir auch so, sind ja Leute immer eher für den Tag, wo es etabliert ist. Das finde ich halt schon krass, dass jetzt schon 60 oder 64% sagen, ich würde Sonntag geiler finden. Jetzt kommen die Argumente. Ich sage euch mal offen und ehrlich, was meine Argumente sind. Pass auf. Meine Argumente sind, ich habe mir Gedanken gemacht über zwei Sachen. Die erste Sache, sage ich euch ganz offen und ehrlich, und das ist überhaupt kein, also da mache ich gar keinen Hehl drüber, man wird Sonntagvormittag mehr Zuschauer haben. Ganz einfach. Weil Montagabend mittlerweile, die Icon League ist da, die Baller League ist da. Es ist für mich persönlich auch scheiße, das habe ich jetzt Montag wieder gemerkt. Ich bin eigentlich in einem krassen Interessenskonflikt, weil ich möchte ja einerseits, dass die Leute bei meiner Baller League, bei meinem Baller League Verein zuschauen und da mitfiebern. Und andererseits will ich ja, dass die Leute meine Show gucken. Und das ist ja irgendwie auch Kacke. So, also das ist schon mal Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 2, und da mache ich jetzt die Musik aus. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist das, was ich bei der Ed Broski Show tendenziell am beschissensten finde? Wir haben jetzt mittlerweile 31 Shows. Was geht mir bei meiner eigenen Show am meisten auf den Sack? Und ich sag dir ehrlich, es ist ganz klar der Punkt. Regie, die Mikros, die BVB-Doku. Nein, um mal ernst zu bleiben. Aber good ones auf jeden Fall. Und das werdet ihr vielleicht nachvollziehen können. Was mich bei der Ed Broski Show am meisten nervt, ist, dass wir dadurch, dass die Show schon am Montag ist,
einfach teilweise outdated über Sachen quatschen. Ich sag euch ganz ehrlich, wir müssen gucken, dass wir noch näher dran sind und nicht irgendwie Videos online gehen auf Mittwoch oder sogar teilweise auf einem Donnerstag, wo wir über Sachen sprechen, die am Samstag passiert sind. Das ist einfach in der heutigen Zeit, das sind einfach Jahre, die dazwischen vergehen. Und meines Erachtens nach ist das so, dass die geilsten Spiele meistens sowieso, Ausnahmen natürlich, eh immer auf dem Freitag oder auf dem Sonntag, auf dem Samstag liegen. So, auf dem Sonntag sind bis auf wenige Ausnahmen meistens sowieso tendenziell eher die uninteressanteren Spiele, also die absoluten Top-Spiele. Und darüber, worüber man am meisten redet, das ist sowieso am Samstag und oder am Freitag. Und deshalb glaube ich, dass es für die Show viel, 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 viel geiler ist, am Sonntag direkt über das zu sprechen, was am Samstag passiert ist. Also ich glaube, das ist halt auch für alle viel interessanter. Glaube ich persönlich. Und es wird halt auch dafür sorgen, ich gebe euch jetzt mal meinen Call. Und das ist, wenn das so funktioniert, sage ich euch, ist Ed Broski. Guck mal, mein perfektes Bild von Ed Broski. Und vielleicht fühlt ihr dann so, warum ich so überlege, das auf den Sonntag zu knallen. Jetzt passt euch das, jetzt hört euch das mal an, pass auf. Sonntag, 10:30 Uhr, kommt die Ed Broski Show. Die läuft bis ungefähr 12. 12:30 Uhr, 13 Uhr. Und dann gehen aber schon am Sonntag selbst auf YouTube um 15, 18 und 21 Uhr die ersten drei Highlight-Videos der Show online. Am Dienstag, am Montag kommen dann noch zwei Highlight-Videos und dann habt ihr schon am Montag, einen Tag nach der Show abends, das komplette VOD von der Show. Das ist doch viel geiler, als wenn ich die Show Montagabend mache, wo wir über Sachen sprechen, die am Freitag und am Samstag passiert sind. Am Dienstag kommen die ersten Highlights davon, am Mittwoch kommen die zweiten Highlights und am Donnerstag kommt dann irgendwann die komplette Show, wo dann Themen besprochen werden, die teilweise fast eine ganze Woche her sind. Also ich glaube, da muss man einfach viel mehr mit der Zeit gehen und wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, ich glaube, das wäre sehr, 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 sehr geil. Und das ist gerade da, wo wir am Gucken sind, dass wir die Show vielleicht auf den Sonntag gelegt bekommen. Das wäre sehr, 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 sehr big, wenn das funktioniert. Ja, aber du ignorierst damit ja quasi alle Sonntagsspiele. Ja, aber dazu muss man sagen, guck mal, ihr bringt gerade, oder ich sehe sehr viele Argumente im Chat gegen das Legen auf den Sonntag, die ich auch verstehen kann. Aber das sind sehr, wie nenne ich es jetzt? Das sind nicht so schlaue Argumente. Das sind so Argumente wie, ja, aber was machst du denn? Wenn Schalke Sonntag spielt, ja, dann mache ich an dem Wochenende nicht die Show, sondern eine Woche später. Was ist mit Leuten, die am Sonntag keine Zeit haben? Ja, keine Ahnung. Was ist jetzt mit Leuten, die Montag keine Zeit haben? Weißt du, das ist so, was ist mit Profis? Ja, die, die jetzt montags keine Zeit haben, die werden auch jetzt vielleicht sonntags keine Zeit haben. Also das ist halt, du wirst immer für den einen oder für den anderen Tag Pro- und Kontra-Argumente finden. Und zum Beispiel, ja, aber dann sprecht ihr ja gar nicht an dem Wochenende über die Spiele am Sonntag. Ja, aber wir haben halt jede Show, haben wir ja mindestens 5 Spiele vom Wochenende, die wir gar nicht beachten. Also, das ist, das sind halt so Sachen, die sind relativ egal. Aber eine Frage, wird die Produktion nicht deutlich teurer, da die Angestellten für die Produktion mehr Zuschläge erhalten werden? Ja, das ist halt das Problem. Die Produktion wird viel, 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 viel teurer. Über die Ticketpreise braucht ihr euch keine Sorgen machen, Chat. Die werden bei dem 10er bleiben. Die werden wir auch nicht auf 15 € oder auf 20 € erhöhen, weil ins Experion passen 200 Leute rein. Ob du mit den Eintrittskarten am Ende, die kannst du ja ausrechnen, 100 € mal, oder, nee, 10 € mal 200 sind 2000. Also du kannst dir ausrechnen, das macht den Braten nicht fertig. Ob du am Ende mit den Tickets 2 oder 4000 € verdienst, ist scheißegal. Aber wenn ein richtiges Topspiel wie Bayern versus Leverkusen mal auf den Sonntag fällt, dann verpasst du ja so ein krankes Game. Ja, natürlich, aber guck mal. Da sind wir aber, also ich sag dir jetzt mal, das ist nur meine persönliche Meinung. Und das ist vielleicht gar nicht so schlau, dass ich das jetzt sage, weil ich dadurch vielleicht indirekt Teile meiner Ed Broski-Show aus den letzten Monaten schlecht rede. Aber okay, angenommen, es ist mal ein absolutes Topspiel in der Bundesliga auf dem Sonntag. Und das können wir dann nicht besprechen. Dafür können wir aber ein richtig geiles Topspiel, was auf dem Samstagabend liegt, direkt am Sonntagvormittag besprechen. Dann ist das für mich persönlich viel geiler, als wenn ich, wie jetzt bei der letzten Show, am Montagabend, 48 Stunden nach dem Bayern gegen Leverkusen Spiel, nochmal über das Spiel spreche und sowieso gefühlt schon alle Leute sich ihre Meinung zu dem Spiel gebildet haben.
Das ist meine persönliche Meinung. Und die krassen Spiele sind zu 95% sowieso immer samstags. Aber du hast weniger Zeit zur Vorbereitung in der Show. Wie gesagt, das sind solche Sachen, die müsst ihr meine Sorge lassen. Das, also ihr wisst, wie ich es formulieren möchte. Das müsst ihr meine Sorge lassen, bleiben lassen. Ich hab keine Ahnung, Digga. Also, wir können uns das ja mal angucken, was so für Spiele generell auf dem Sonntag liegen. Oh, warte mal. Holstein Kiel, Frankfurt, Hoffenheim Bremen, Frankfurt Bayern, ja, cooles Spiel, ne? Gar keine Frage. Aber hier, soll diese Banger, Bayern Stuttgart, Samstag. Bremen Leverkusen, Samstag. Dortmund Leipzig, Samstag. Wir haben ja auch irgendwo, das wurde glaube ich auch schon, wurde nicht auch schon Bayern gegen Dortmund terminiert auf dem Samstagabend? Ja. Und für sowas ist es halt perfekt. Stell dir vor, wir machen die Ed Broski Show am Sonntag, dem 1.12. um 10 Uhr direkt nach dem Spiel. Digga, das ist so viel geiler. Das ist so viel geiler. Das ist 10-mal geiler. 10-mal geiler. Wäre das aber nicht blöd wegen Profis? Nee. Also, ich gebe euch jetzt mal ganz kurze Insider, okay? Ganz kurze Insider. Woran Profis zu organisieren scheitert, ist zu 95%, dass die Vereine sagen, nee, ist uns gerade ein bisschen zu heiß, wir wollen gerade nicht einen Spieler in eine Fußball-Talkshow setzen. Dazu scheitert zu 95% Profis. Mit Termin, Bruder, ist absolut Laterne. Das ist absolut Laterne. Und ich kann euch eine Sache sagen, ob Borussia Dortmund dann am Sonntag früh einen Auslaufen macht oder am Montagmittag ein reguläres Training hat, da kannst du immer Pech haben. Da kannst du immer Pech haben, dass dann Sonntag früh trainiert wird und keiner zur Show kommt. Kannst aber auch Pech haben, dass Montagmittag trainiert wird und da keiner zur Show kommen kann. Also, das ist eigentlich nicht so der Grund. Dein Punkt macht halt einfach Sinn. Ich gucke so jede zweite Show und habe mir bisher maximal 5 Videos auf YouTube von Ed Broski reingezogen, weil es oft einfach langweilig wäre, wie du halt meintest. Ja, also ich sage euch halt auch ehrlich, ich gucke mir auch am Donnerstag nicht ein VOD von der Show an, die letzte Woche Montag lief, wo die über das gesprochen haben, was am Samstag passiert ist. Das, also sage ich ja auch, plus eins. Würde ich auch nicht. Also würde ich auch nur dann gucken, wenn ich die Gäste halt übertrieben geil finde. Aber ich kann euch nur eine Sache sagen, also wo ich mit Ed Broski langzeitmäßig hin möchte, und ich glaube, das gelingt uns auch jetzt schon ganz gut, aber das würde uns durch das Verlegen auf den Sonntag noch besser zu Gesicht stehen, ist, ich möchte weg davon, ich glaube, das waren wir auch noch nie, ich möchte einfach durch Inhalte überzeugen, dass man die Show guckt, weil man weiß, hier wird das Relevante im Fußball besprochen, was am Wochenende passiert ist. Und dann ist es egal, ob da ein Profi aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga, aus der Bundesliga oder aus der Champions League sitzt. Verstehst du, was ich meine? Da will ich hin. Nicht, dass ich dann einmal im Jahr eine geile Show habe, weil da ein Spieler von München sitzt und die Leute dann einschalten, weil sie Thomas Müller sehen wollen, sondern die Leute schalten 12-mal im Jahr ein, weil die Show einfach geil ist. Und ich sage, das ist halt so ein Step, den wir da noch gehen müssen, dass du einfach noch mehr dieses, ja Mann, da schalte ich jetzt ein, weil da weiß ich halt, kriege ich jetzt mit, was gestern und vorgestern passiert ist. Klar, verstehe ich, aber fände ich geil, da ich Montagabend sehr spät nach Hause komme, wäre Sonntag echt geil. Ja, und überleg dir mal, angenommen, du könntest sogar am Sonntag nicht und findest Montagabend geil, weil du da nach Hause kommst. Montagabend hättest du, in dem Szenario, was ich gerade aufgemalt habe, hättest du sogar schon das komplette VOD von der Ed Broski Show zur Verfügung. Also meines Erachtens nach hat es bis auf eine Sache nur Vorteile, dass wir die Show auf Sonntag legen. Es hat einen einzigen Nachteil. Wir können uns keine Highlights mehr in der Show angucken. Und ich sag euch ehrlich, ja, weiß ich nicht. Scheiß doch drauf. Also, ist nice to have, diese Highlights zu haben, aber scheiß doch drauf. Die Sendung wird doch nicht besser oder schlechter durch Highlights. Ja, müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber da sind wir auf jeden Fall auch gerade im Hintergrund am Ackern, dass es ja, geiler wird.